In diesem Upcycling-Video zeigen wir euch, wie ihr einen Handyständer selbst machen könnt. Dazu braucht ihr nur Holzstäbchen und etwas Kleber. Ihr legt zunächst zwei Holzstäbchen so hin, dass sie sich im oberen Bereich leicht überkreuzen und klebt sie aneinander fest. Anschließend stellt ihr die Stäbchen auf und macht bei einem dritten Stäbchen etwas Kleber an die schmale Seite. Das klebt ihr dann ins Kreuz und euer Ständer sollte auf eigenen Beinen stehen. Lasst alles kurz trocknen, damit euer Ständer stabiler ist. Der nächste Schritt wird etwas knifflig, doch mit ein bisschen Geduld ist es auch kein Problem. Ihr nehmt zwei weitere Stäbchen und stellt sie so hin, dass sie unten am Ständer auf ihrer schmalen Seite stehen. Ein kleines Stück der Stäbchen muss vorne rausragen, denn darauf kleben wir später die eigentliche Handyablage. Habt ihr eine gute Position gefunden, macht ihr etwas Kleber an die Stäbchen und klebt sie so fest, wie ihr sie vorher positioniert habt. Überschüssigen Kleber kann man übrigens mit einer Büroklammer gut entfernen oder in die Ecken schieben. Im letzten Schritt klebt ihr ein Stäbchen auf die überstehenden Kanten. Wir haben außerdem ein weiteres Stäbchen angebracht, so wird das Handy in seiner Position gesichert. Fertig ist euer Upcycling-Handyständer. Hat euch dieses Video gefallen? Dann abonniert doch auch diesen Kanal und besucht www.stadt-kaufen.de für weitere Informationen rund ums Projekt. Bis zum nächsten Mal, euer Stadtkaufen-Team.